Wir machen jetzt weiter mit dem Drift King, nachdem wir im letzten Part den ersten Renntag für den Drag King dominiert haben. So, jetzt geht's auf nach Ibiza. Neuspawn heißt es. 6 Drift zur Verfügung. Natürlich mit unseren RX-7. Mal sehen, ob wir auch uns noch ein anderes Auto kaufen. Wir haben ja genug Money. Mal sehen. Okay. So. Ich würde sagen, fangen wir sofort mit dem ersten an. Ich glaube, hier war das so, dass man wirklich fast alle fahren musste. Das hat auch lange gedauert. Ach, so ein anderer Moderator, zwei Moderatoren, glaube ich. Und was sind das immer? Was ist das immer? Einer hört sich so anders an. Einmal hier rum. Ist mir egal wegen Schaden. Na schön, 3300 Punkte. Der geht natürlich noch besser, aber das war der erste Versuch und der erste Versuch hat gesessen. Und Ibiza ist ja auch Japan. Ich dachte, es wäre irgendwie Amerika, aber... Jetzt schon 1000 Punkte. Schön. Schön, ja, gefällt mir. 3100 machen wir locker die 4000, klar. Ach schade, ich dachte, wir kriegen die 4000. Na, 3700, immerhin 400 Punkte mehr. Okay. Letzte Runde. Das haben wir geschafft. Okay Leute, Drift sind immer so ein bisschen langweilig. Und ja, was soll man da groß sagen? Ja, hier so eine schöne Gruppe, die wird jetzt richtig gut gedriftet. Schön eng genommen. Ah, das war jetzt nicht gut. Okay, nur 3000 Punkte, aber... Naja, gewonnen ist gewonnen. 8200 Punkte, hier brauchen wir wirklich alle Drifts, weil... Hier gibt es nicht viele Punkte, hier kann man nicht... Hier kann man keine 10.000 Punkte schaffen, ey. Das ist so krass. Okay, und hier brauchen wir 37.000 Punkte, ja. 8.006? Wie viel? Oder 8 mal 6? 48, nehmen wir das mal. 8... 5? 48, dann müssen wir mindestens 5 Strecken fahren. Also machen wir sofort weiter, damit wir das jetzt hier alles in einem wundervollen Part bekommen. Und wieder der RX-8. Der bin ich. Achso, jetzt kommt die Cora Shop. Oh. 3200, geht auf jeden Fall besser, da schaffen wir locker die 4000. Der Kishisato, billige 2200 Punkte, ist ja ja nichts. Geht doch auf jeden Fall besser, mein Freund. So. Ja, immer schlecht gedriftet, ja, macht's doch besser.
Na, der war nicht gut, der war ja nicht gut. 2042. Oh, vorletzter. Cool. Nee, da ist das Auto nicht, hier ist es schräg geblieben. Es ist wieder zu seiner Ausgangslage zurückgegangen. Toll. So. Warum so wenig Punkte? War da wohl richtig gut? Nee. 8200 Punkte, aber durchs Geld, ey. 6000 Bewohner, das ist schön Geld, ja. Ach, wer kommt denn da jetzt, ey? Lappen, alle Lappen. Ach, hier ist... die Griffkings. Das Aki Kimura. Der Typ ist lustig. Okay, jetzt haben wir auch den Griffkin kennengelernt. Gleich Auto wie ich. So, gewonnen haben wir noch nicht. Dafür hin jetzt noch eine, also 21.000 Punkte, das heißt 3 Events. Oh, eine Runde. Ach, Rekord 7600. Ach so, am Ende. Ich dachte schon. Hier, Ryan Cooper, Ryan Cooper, Ryan Cooper. Und jetzt wird auch wieder Ryan Cooper stehen. Oh, die Drifts werden aber wirklich lang sein, ey. Super zum Driften? Ne, das ist eher so... Track. Ah, okay, das ist die kurze. Nicht. Ja, da hat er recht gehabt. Was, über den Shuttlebus? 4300. So läuft's. 4300. Das knackt keiner von euch. Keiner von euch Flitzepiepeln. Das ist allein mein Let's Play. Mein Spiel. Meine Strecke. Mein Auto. Alter, was? Wow! Ey, das war jetzt echt schlecht. Die erste Gruppe 2000 Punkte, jetzt haben wir locker 5000 geschafft, ey. Naja. Geht auf jeden Fall viel besser, aber wir lassen es dabei und gehen es ruhig an. Es ist somit eins der ruhigsten Let's Plays, so, also von Moves. Wo es total ohne Anstrengung schaffen, das ist so einfach. Ich verstehe eh kein Wort von dem, was der labert da. Man, hier so läuft 4600. Sehr schön. Okay, nächstes Doppelte, aber... Oh! Fast 10.000, sehr schön, sehr schön. Fast 10.000 Punkte für einen Drift ist immer gut, ey. Das heißt, dass sie sehr gut gedriftet sind. Oh, nochmal 2.500 Punkte, Dollars. 11.000 Punkte für also zwei Events. Machen wir so eine kleine Ideen. Und einmal noch den einen mit der Runde, den anderen, der ist ja viel zu lang. Ah, einer von den Teams.
von diesem Drift King Team. Aha. Wie heißt denn das Team? Jetzt wissen wir, wie das heißt. Ah, wieder die Kurve hier. Ne? Okay, 2500. Die fahren 2,7. Schaffen wir locker 3000. Das war nur die Aufwärmrunde. Mann, mein Freund, mein Cooper, ich weiß, wer ich bin. Ich bin weg, weg von dir. Ich würde sagen, ja, so macht man das auch. 4090 Punkte. Abgezogen. Ah, 11.000, was brauchen wir denn da? Wir kriegen 4. Boah, da muss ich 6.000 Punkte machen. Okay. Wir müssen noch einfahren. Und wie viel? 9,4, okay. Hm. Da fehlen vielleicht noch 2000 Punkte. Und die können wir nirgendwo rausholen. Außer Ryan Cooper. So, der mit den Runden da ist jetzt nur eine Runde zu fahren, okay. Bei diesen längeren Drifts, da werden die Punkte nicht so schnell gezählt. Und bei den kürzeren Drifts, da sieht man auch, wie schnell die Punktzahl steigt. Was ist diese Kurve einmal? Ach ja, auch schon 600. So. So, einmal hier rum. Oh, fuck. Oh, Mann. Alter, 500 Punkte, okay. Ja, okay, gut, Platz 1. Da muss man sich aber auch schon anstrengen dafür, ey. So, Runde Nummer 2. Ey, kann der für mich kommentieren? Der labert die ganze Zeit ja nur. Ah, locker hier, komm. 4.900. Alter, 4.900. Das geht ab, ey. Die Strecke gefällt mir. Oh mein Gott, ey. Ach, ich hab gar keine Punkte. Ach Gott. Nein. Nein, oh Gott, ey. Wäre alles umsonst gewesen.
Boah. Haha, 5300. Alter, leck mich doch, fickt euch hier ans Mäh. Ja, so läuft's doch im Business. 10.000 Punkte im Driften. Über. Yeah. So, einmal dahin. So, können wir wieder hier Geld bezahlen. Ich bin jetzt erstmal raus und dann sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Dann machen wir weiter hier mit den Speed Challenge. Da fangen wir mit den Speed King Nate Denver. Das wird spaßig werden. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.